Hallo, ich bin Benno Zierer, umweltpolitischer Sprecher und Flughafenexperte der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Ich wohne in Freising und kämpfe seit vielen Jahren gegen eine dritte Startbahn am Flughafen München. Seit 2018 erfolgreich in der Regierungsverantwortung. Damals ist unserer Fraktion endlich der Durchbruch im Kampf gegen die dritte Piste gelungen. Wir haben sie auf Eis gelegt. In unserem Koalitionsvertrag steht, dass während der aktuellen Legislaturperiode keinerlei solcher Planungen weiterverfolgt werden. Doch ich weiß auch, dass unser Koalitionspartner und der Flughafenbetreiber FMG das nach wie vor ganz anders sehen. Sie wollen die dritte Bahn. Versteht mich nicht falsch. Ich bin mir der Bedeutung des Flughafens München als führendes europäisches Luftverkehrsdrehkreuz sehr bewusst. Aber dieses Drehkreuz funktioniert auch ohne die dritte Startbahn. Corona hat zum gewaltigsten Nachfrageeinbruch im deutschen Luftverkehr geführt. Noch immer liegen die Passagierzahlen deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Und wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, müssen wir in Zukunft noch mehr Flüge auf die Schiene verlagern. Wir Freien Wähler sorgen deshalb in der Staatsregierung weiter dafür, dass die dritte Startbahn nie gebaut wird. Wir kämpfen gegen die unzumutbare Lärmbelastung, gegen den Ultrafeinstaub und andere Schadstoffe, gegen den Wertverlust von Immobilien und gegen die Versiegelung von 800 Hektar Land. All das brächte eine dritte Startbahn mit sich, die außerdem noch zu Bayerns nächsten Milliardengrab werden könnte. Stichwort Baupreisexplosion. Stattdessen wollen wir mehr Klimaschutz, gesündere Luft und eine bessere Zukunft für unsere Kinder in der Region. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Freien Wähler in der Bayern-Koalition weiter mitbestimmen. Wir werden auch in den kommenden 5 Jahren die Zerstörung unserer Heimat verhindern. Für eure Unterstützung sage ich heute schon herzlichen Dank. Euer Benno Zierer. Ah, jetzt ist Ruhe. Wunderbar.